Ich bin der Philipp. Ich bin die Lara. Ich bin der Oli. Mein Name ist Selina. Mein Lieblingsburger ändert sich sehr oft, aber momentan ist es der Fisch. Der ist mega lecker. Definitiv Focaccia. Mein Lieblingsburger ist unser Special Burger. Er ist mit unserer eigenen Signature Burgermasse hergestellt und komplett klimaneutral. Jeder. Ich habe vor etwa 20 Jahren aufgehört mit Fisch, Fleisch und Geflügel. Hauptgrund waren Tierwohl, aber auch ökologische Gründe. Ich habe noch nie Fleisch gegessen, also ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich wurde eigentlich auch so erzogen, kein Fleisch zu essen. Und mir schmeckt es auch einfach nicht und mir fällt es schwer, was Lebendiges zu essen. Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen, ungefähr seit 16 Jahren, als ich in der Schule eine Arbeit darüber schreiben sollte, wie die Fleischindustrie funktioniert. Und ich habe nie großartig darüber nachgedacht, aber als ich das wirklich gesehen habe, war es für mich klar, kein Fleisch mehr. Ich finde, Fleischersatzprodukte sind wichtig, damit man die Leute, die normalerweise Fleisch essen, dass man denen eine richtige Alternative bieten kann und sie nur so zum Wechseln bringen. Ich finde, Fleischersatzprodukte braucht es, weil es macht den Umstieg einfacher. Wir haben uns sehr fest in der Gesellschaft darauf fokussiert, wir essen Fleisch, was gut ist für Protein. Es sind viele Sachen, die nicht ganz so stimmen, aber es ist schwierig, einfach so wegzuswitchen und nur Tofu zu essen oder nur Gemüse zu essen. Und mit Fleischersatzprodukten kann man den Wechsel gesellschaftlich viel akzeptabler gestalten. Damit die Leute natürlich nicht auf ihren Super Special Burger verzichten müssen und den vollen Geschmacksgenuss haben und trotzdem was Gutes für die Welt tun. Mit einer veganen Ernährung hilfst du direkt mit, dass wir in Zukunft überhaupt noch auf einer lebenswerten Welt, auf einem lebenswerten Planet existieren können. Meiner Meinung nach kann man kein Klimaaktivist sein und Fleisch essen. Das passt einfach nicht dazu. Vor allem, weil die Fleischindustrie ein sehr, sehr großer Verschmutzer von der Umwelt ist. Um die grosse Fleischmenge zu produzieren, die wir konsumieren in der westlichen Welt, brauchen wir unglaublich viel Platz. Dafür wird das Amazonas abgerodet, wo CO2 speichert im Boden, wo das jetzt freilässt. Und für die ganzen Tiere, die gegessen werden, braucht es Futter. Das Futter muss irgendwo abgebaut werden. Das heisst Monokulturen, überall. Und grundsätzlich machen wir da alles kaputt. Weshalb ich besonders gern bei Anit arbeite, ist das total innovative Konzept dahinter. Also wir haben wirklich mächtig viel vor für eine bessere Zukunft und genau das, was die Welt eigentlich gerade braucht. Hey, können wir es doch einfach machen und probieren und machen euch selber das Bild.